Willkommen zu einem wirklich unfassbar neuen, exzellenten, atemberaubenden Video von eurem Lieblingsmettler Netami. Ich habe schon immer Metal gehört, und zwar seit ich Metal höre. Hier sind die Witze so unlustig, dass sie auch irgendwie wieder lustig sind. Papa, darf ich noch lesen, bis ich einschlafe? Na gut, aber nicht eine Minute länger. Du hörst wirklich nach jedem Witz, wie er im Hintergrund sich das Lachen verkneifen muss. Du musst es richtig verkneifen, oder? Das erinnert mich gerade ein bisschen an Nachrichtenreporter, die sich zusammenreißen müssen, weil das Thema irgendwie ein bisschen lustig ist. Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 09. Entschuldigung, 82942. Uli Wickert, ich bitte dich, die Meldung weiterzulesen. Meine Stimme ist weg, es tut mir leid. Du bist ab sofort gefeuert! Ich frage mich, was mit solchen Moderatoren auch passiert, wenn die ein bisschen lachen. Meint ihr, die werden wirklich gefeuert? Es gibt ja Leute, die sagen, lach einmal und du bist gefeuert. Ja, moin! Es wäre schon ein bisschen traurig, weil oft passieren selbst bei der Tagesschau sehr komische Dinge. Die schnaufen ja ganz schön. Es ist schwer, unter Wasser in ein Mikrofon zu sprechen. Das Sprechen ist schon etwas beschwerlich, aber noch beschwerlicher ist es, auf Ihre Fragen zu warten, denn ich muss dann in der Zeit die Luft anhalten, sonst kann ich Sie nicht hören wegen der Blasen. Wieso nehmt ihr das dann im Wasser auf? Ich kenne den ganzen Ausschnitt nicht, aber warum ist es nötig, dass der Bro unter Wasser die Luft anhalten muss, damit er unter Wasser die Fragen beantworten kann? Dann nimm es doch einfach an der Oberfläche auf. Es würde mich wirklich interessieren. Warum ist der da unter Wasser? Diese Sendung verläuft unter ungewöhnlichen Umständen. Hans-Joachim Friedrichs, der eigentlich hier sitzen sollte, ist auf dem Wege nach Leipzig. Dichter Nebel hat seine Ankunft jedoch verzögert. Nämlich alles ist in dichte Nebel gehüllt. Ich muss schon sagen, Tagesschau-Best-ofs können die größte Comedy sein. Im Gegensatz zu meinen Videos. Wie immer unlustig. Sag ich euch auch ganz ehrlich, bin auch ein bisschen traurig. Bald werde ich mir die Videos auch nicht mehr angucken, Digga. Wie immer unlustig. Aber wenn ich schon nicht witzig sein kann, dann werdet ihr in diesem Video etwas lernen. Und zwar diesmal an die Älteren von euch oder zumindest an die älteren Damen. Naja, sehr alten Damen, die schon schwanger sind und schon ihre eigenen Kinder haben. Bei meiner Zielgruppe ist das ziemlich unwahrscheinlich. Also wirklich alles auf einem Haufen. Mütter kennen das ja nicht anders. Ab und zu nerven die Kinder einen auch. Lena, das Essen ist fertig. Kommst du? Du machst jetzt erstmal deine Hausaufgaben und dann läufst du hier dein Zimmer auf. Was meinst du, wie das hier aussieht? Ja, oder die Kinder knechten dich auch komplett. Denn dort habe ich ein Video gefunden, wo uns gesagt wird, wie sich so eine Mutter in so einer Situation schnell abregen kann. My biggest struggle as a new mom is my angel. Ich habe keine Ahnung, was Angel heißt. Ah, Wut. Aggressive Handlungen sind in vielen Formen zu beobachten. Ey, yo, Bro, wie wär's damit, wenn du einfach keine Kinder hast? Auch wie sie am Anfang schon komplett ausrastet. Aber wenn man sich wirklich richtig abregen will und dann noch was Sinnvolles lernen möchte und was Gutes für den Körper machen möchte, dann kann man ja Kampfsport machen. Und auch das gibt es auf TikTok. Ja! Ja! Also Bro, du sollst da jetzt eigentlich nicht rumschreien, du sollst da schon kämpfen. Oder die stehen halt auch alle im Hintergrund, als könnten sie da irgendwas lernen. Das ist einfach eine Frau, die einfach nur rumschreit. Ja! Ich habe tatsächlich nicht verstanden, was du jetzt von mir wolltest. Ich dachte, wir üben jetzt hier, kämpfen ein bisschen und schreien uns nicht gegenseitig an. Ich will mich doch abregen und nicht noch aggressiver werden. Also, vielleicht sollten solche Leute sich doch eher einen Arzt holen. Vielleicht Therapie, I don't know. Irgendwas wird das schon helfen. Und auf TikTok gibt's ja auch genug Ärzte. Ah, Moment, noch nicht. Oh, das war zu früh. What the fuck? War das nicht mal eine Tanz-App? Und stell dir vor, du guckst neben deiner Mutter laut TikTok oder neben Freunden, egal neben wem, es wäre unangenehm. Also dann wird man wirklich aggressiv. Kurze Unterbrechung, am 20.09. wird mein erster Twitch-Livestream stattfinden. Ihr würdet mich mega unterstützen, wenn ihr dort schon mal ein Follow dalassen würdet. Ab diesem Zeitpunkt wird es dann aktiv Streams geben. Und jetzt viel Spaß mit dem Video, weiter geht's. Hey, kennt ihr das, wenn ihr ganz dringend auf Toilette müsst und nicht auf Toilette könnt? Also es fängt schon mal an mit der heftigsten Storytime. Spannender als meine Videos, muss ich zugeben. Lisa muss jetzt noch ganz dringend tanken und ich muss ganz dringend auf Toilette. Das ist so schlimm. Ey, yo, wie wär's, wenn du dann einfach mit zur Tankstelle gehst und dort auf Toilette gehst? A person who thinks all the time has nothing to think about except thoughts. So, wir
erfahren jetzt endlich. Sie hat getankt. Ey, sag mal, fährst du nebenbei Auto oder was? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das Video gespiegelt ist, ja? Ich meine, sonst wäre das schon ein Talent, was ich nicht ausprobieren wollen würde. Aber apropos Talente, auf TikTok, unserer Lieblingsplattform, gibt es auch immer versteckte Talente, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. The moment I realized I couldn't, I could... Sing, I can't believe I got it on video. I wish you would step back from that ledge, my friend. I wish you would step back from that ledge, my friend. Einfach mal Fresse halten. I wish you would step back from that ledge, my friend. Du hast gewonnen! Du hast gewonnen! Ich bin dein Hauptpreis! Du hast meine Liebe... Oh! Oh! Ey! Ja! Ich hab Messi gezogen! Oh yeah! Ja! Big Ceiling! Big Ceiling! Ja, es ist wirklich unfassbar. Würde ich auch direkt anfangen zu heulen. Aber sie ist nicht die Einzige, die dieses unentdeckte Talent verbirgt. Also wenn noch eine Person mit so einer Kacke kommt, ja, dann werdet ihr mich mal richtig kennen. By Thunder crashing in the dark and this broken record. Ich muss schon sagen, Loki süß, deswegen bin ich gar nicht so sauer. I caught you dead und Levis has more. Ich sag ehrlich, das ist sowas, genau deswegen lebt diese Plattform. Man kann jetzt sagen, cringe, man kann auch sagen, süß. Egal wie ihr es empfindet, es ist etwas, was ihr, ich gehe mal von aus, nicht draußen auf der Welt sehen werdet. Solche Menschen würdet ihr nicht über den Weg laufen. Und auch auf YouTube würdet ihr die nicht finden. Diese Message geht nur an Weiber da draußen. Ich sehe es doch auf den Streets in Berlin, wie sie mir hinterher gucken. Alter, gebt es endlich zu, dass ich einfach übergeil bin und ihr auf jeden Fall was mit mir anfangen würdet, wenn ihr die Möglichkeit hättet. Nein, Pascal, ich denke nicht. Größtenteils. Und wenn ihr gerade mal sowieso auf TikTok so herumscrollt und auch das Spiel Valorant spielt und kennt, werdet ihr bestimmt mal auf diesen Account gestoßen sein. Olga Trollinger, eine 52-jährige Streamerin, die nur Valorant zockt und dafür bekannt ist, die, naja, schlechteste Spielerin zu sein und trotzdem jeden Teammate für alles verantwortlich zu machen. Ihr habt euch nicht abgesprochen, ihr seid nicht richtig reingegangen, ihr habt überlegt, ihr habt lange gestanden und was weiß ich. Das Einzige, was ich die ganze Zeit nur höre, ist... Das beschreibt 1:1 die Community von Valorant. Vor allem, sie steht 3:20 und flippt wegen ihren Teammates aus. Ihr seid alles Talerhorns im Chat. Hier. Wieso laufst du durch die Gegend? Alter, das hat gejammelt. Seht ihr? Der liebe Gott gibt mir recht! Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Du, Olga, ich glaube, der Gott hat dir da nicht recht gegeben. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Nein, doch. Wirklich, Menschen wie sie sind leider der Grund, warum ich sagen würde, dass man den Begriff Talerhuhn nicht mehr benutzen sollte. Weil er in dem Zusammenhang einfach nur rassistisch klingt. Ihr seid alles Talerhorns im Chat hier. So, was hat dein Skill damit zu tun, dass die Leute im Chat, die dich darauf aufmerksam machen, jetzt Talerhuns sind? Das Einzige, was ich die ganze Zeit nur höre, ist... Und dann schaue ich weiter auf dem Account und sehe das hier. What the fuck? Macht ihr die Küche mit einem Wasserkocher sauber? Ich muss aber erstmal mein Herz sauber machen. Alter, diese Riesenpfütze, Junge. Wir lassen sie in Ruhe. Ich will damit nichts zu tun haben. Und wir lassen nicht nur sie in Ruhe, sondern auch TikTok erstmal in Ruhe. Vergesst nicht, am 20.09. wird mein erster Twitch-Stream kommen. Ihr würdet mich mega unterstützen, wenn ihr mir schon mal auf Twitch folgen würdet. Kommt einfach vorbei. 20.09. erster Twitch-Livestream. Erster Link in der Videobeschreibung. Und abonniert den Kanal, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao.